Als Jeanette geboren wurde, habe ich sie so in den Arm genommen, noch im Krankenhaus. Das war am Heiligabend. Das war ungefähr so eineinhalb Stunden vor Beginn unseres Gottesdienstes. Und ich habe sie so mit den Händen genommen. Du warst so winzig klein, so wunderschön. Und dann habe ich gedacht, oh, wie wunderschön ist es doch, so eine Tochter zu haben. Du hast dich so sehr verliebt, dass du gleich angefangen hast, mit ihm über die Zukunft nachzudenken. Und dein Vater war der Fall klar. Meine Jeanette hat ihre Liebe gefunden. Da habe ich gedacht, das ist der Mann, der Jeanette glücklich machen wird. Unser Hochzeitswunsch für euch zwei ist, dass der liebe Gott euch reichlich segnet, dass alle eure gemeinsamen Träume und Wünsche in Erfüllung gehen und dass er immer so viel Liebe strahlt wie auf eurer Hochzeitsfeier. Gott sei mit euch. When it feels like the dark lingers longer than the night. When the shadows feel like giants. Are you chasing? Tell me where could I run from your light, where could I hide? Hands within your precious thoughts. There's no hiding from your love. Highs and lows, Lord, you're with me. Should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed up? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Ich möchte für dich noch ein Zitat hinterlassen. Matthew Henry, ein bekannter Bibelkommentator, schrieb: Sie, das heißt Eva, wurde nicht aus seinem Haupt gebildet, als wäre sie Herrscherin über ihn, noch aus seinen Füßen, als könne er sie tyrannisieren. Vielmehr, lieber Lukas, wurde sie als seinesgleichen, aus seiner Rippe gebildet, unter seinen Armen, damit er sie schütze und nahe an seinem Herzen, damit er sie liebe. Even so, Lord, your mercy is an even flow. Should I rise or should I fall? Paulus bezeichnet die Ehe als ein Abbild für die Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Und wisst ihr, deshalb dient der heilige Ehebund zwischen Christus und seiner Gemeinde auch heute als Abbild, als Muster, als Modell der heutigen Ehe. Es wird heute für euch, Lukas und Jeanette, als Muster dienen. Eben die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. In Anwesenheit unserer Familie, Freunde und der Gemeinde möchte ich dir heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt das Versprechen geben, dich, Jeanette, dich, Lukas, in Abhängigkeit von Gottes Liebe, Treue, Hilfe und Gnade zu lieben, achten und zu ehren. Alle Tage meines Lebens. Sowohl in guten als auch in schlechten Tagen. In Gesundheit und Krankheit, in Freude und
in Not. Ich will deine Lasten, Sorgen und Ängste tragen und sie gemeinsam vor Gott ins Gebet tragen. Ich will die Ehe mit dir führen nach Gottes Gebot und Verheißung. Bis dass der Tod uns scheidet. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja. Jana, kommst du auch? Komm jetzt, meine Nichten, ne? Meine Schwägerinnen. Kleine Prinzessin.